Wir stellen uns den Weltraum unglaublich kalt vor, aber das ist er nicht. In Wirklichkeit hat der Weltraum überhaupt keine Temperatur. Die Temperatur wird durch die Geschwindigkeit, mit der sich Teilchen bewegen, und die Energiemenge, die sie besitzen, definiert. Im Vakuum des Weltraums gibt es keine Teilchen, die sich bewegen. Deshalb ist das Vakuum temperaturlos. Natürlich ist der Weltraum kein perfektes Vakuum. Es gibt dort immer noch Teilchen und Strahlungen, die Wärme erzeugen. Einige Bereiche des Weltraums sind tatsächlich sehr heiß, wie der Raum um die Sterne herum. Aber je weiter man sich von den Sternen entfernt, desto mehr verteilen sich die Teilchen, sodass es in diesen Bereichen des Weltraums ziemlich kühl ist. Einige dichte Gaswolken können bis zu minus 263 Grad Celsius kalt werden. Merkur ist der sonnennächste Planet. Überraschenderweise ist er nicht der heißeste, extrem ist er jedoch. Tagsüber erreicht die Oberflächentemperatur 430 Grad. Und nachts sinkt sie auf minus 180 Grad. Aber der höllischste Planet im Sonnensystem ist die Venus. Merkur hat nämlich keine Atmosphäre, die die ganze Hitze der Sonne zurückhalten könnte. Die Venus-Atmosphäre hingegen ist sehr dick und erzeugt einen Treibhauseffekt. Das ist wie globale Erwärmung auf Steroiden. Und das macht die Venus zu einer heißen Hölle mit einer Oberflächentemperatur von etwa 475 Grad. Unser gesamtes Sonnensystem befindet sich nicht an einem bestimmten festen Ort in unserer Galaxie. Es rast mit 220 Kilometern pro Sekunde durch das All. Das ist siebenmal schneller als die Geschwindigkeit, mit der sich die Erde um die Sonne dreht. Unser Sonnensystem braucht 230 Millionen Jahre für einen Umlauf um die Milchstraße. Ja, als wir uns das letzte Mal an der gleichen Stelle befanden wie jetzt, gab es auf der Erde nur einen Superkontinent und die Dinosaurier fingen gerade an, umherzuziehen. Die Planeten kreisen nicht um die Sonne. Alle Dinge in unserem Sonnensystem befinden sich in einem Gleichgewicht. Und obwohl die Sonne das massivste Objekt in unserer planetarischen Nachbarschaft ist, beteiligen sich auch andere Planeten an diesem Gravitationskrieg. Anstatt die Sonne zu umkreisen, kreisen Planeten und Monde um einen zentralen Punkt, der zwischen ihnen und unserem Stern liegt. Dieser Punkt wird als Baryzentrum bezeichnet. Für die Erde liegt dieses Baryzentrum so nahe am Sonnenkern, dass es keinen großen Unterschied macht. Aber für Jupiter ist dieser Punkt etwa 55.000 Kilometer vom Zentrum der Sonne entfernt. Der Gasriese und die Sonne umkreisen sich also gegenseitig. Die Erde erscheint aus dem Weltraum gesehen rund, aber sie ist eigentlich ein unregelmäßig geformtes Ellipsoid. Durch die Zentrifugalkraft, die durch die Drehung unseres Planeten entsteht, wölbt sie sich am Äquator aus. Das hat zur Folge, dass die Erde am Äquator etwa 43 Kilometer breiter ist als an den Polen. Dadurch ist die Schwerkraft an der Ausbuchtung etwas schwächer, sodass es einfacher ist, Raumschiffe von den Äquatorregionen aus zu starten als von den Polen. Im Weltraum kann dich niemand schreien hören. Das stimmt nur teilweise. Schall braucht ein Medium, um sich auszubreiten. Und im Weltraum sind die Moleküle sehr weit voneinander entfernt. Der Ton verklingt also, bevor er weit kommen kann. All die kosmischen Katastrophen, Supernovas und kollidierenden schwarzen Löcher verstummen, bevor man sie hören kann. Aber an manchen Orten im Weltraum gibt es viele Teilchen, durch die sich der Schall bewegen kann. So wie die heiße Gaswolke um das schwarze Loch im Zentrum des Perseus-Galaxienhaufens. Dort gibt es so viel Gas, dass man das schwarze Loch tatsächlich hören kann. So hört es sich an. Wenn du an Planeten mit Ringen denkst, gehst du wahrscheinlich davon aus, dass es nur einen davon in unserem Sonnensystem gibt, den Saturn. Aber was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass es drei weitere Planeten gibt, die dem Saturn ähnlich sind? Ja, das ist wahr. Jupiter, Uranus und Neptun haben alle einen eigenen Satz von Ringen. Die meisten Menschen wissen nichts von ihnen, denn sie sind viel dünner und von der Erde aus so gut wie unsichtbar.
Wir haben von ihnen erfahren, als Voyager 1 und Voyager 2 in den 1970er und 80er Jahren an ihnen vorbeiflogen. Obwohl die Ringe des Saturn am deutlichsten zu sehen sind, verändern sich die Ringe eines Planeten mit der Zeit. Daher könnten die Ringe des Uranus in den nächsten 100 Millionen Jahren viel lebendiger und auffälliger werden. Funkel, Funkel, kleiner Stern, ach wie bist du mir so fern, wunderschön und unbekannt, dieses Lied ist ignorant. Trotz des berühmten Kinderlieds glitzern die Sterne nicht. Das Flackern ist nur eine Illusion. Ihr Licht ist eigentlich sehr gleichmäßig. Dass Sterne zu funkeln scheinen, liegt an den Gasmolekülen, aus denen unsere Atmosphäre besteht. Sie lenken einen Teil des Lichts von den Sternen ab, sodass es so aussieht, als würden sie schimmern. Asteroidengürtel werden typischerweise als Minenfelder aus schwebenden Steinen dargestellt. Raumschiffe müssen in brenzlichen Situationen zwischen den Asteroiden hindurchschlüpfen. Aber in Wirklichkeit sind unsere Asteroidengürtel nicht so, wie man sie in den Filmen sieht. Asteroiden liegen nicht so dicht beieinander. Sie sind extrem weit voneinander entfernt. Im Asteroidengürtel zwischen Jupiter und Mars zum Beispiel sind die Asteroiden jeweils mehrere Millionen Kilometer voneinander entfernt. Und die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenstoßes liegt bei 1 zu 1 Milliarde. Während du also mit Han, Chewie und Leia in Das Imperium schlägt zurück mitgefiebert hast, sind Asteroidenfelder wie dieses weit von der Realität entfernt. Natürlich ist nichts unmöglich. Die chinesische Mauer ist bekanntlich das einzige von Menschenhand geschaffene Objekt, das vom Weltraum aus sichtbar ist. Aber das ist völlig falsch. Sicher, vielleicht kann man sie mit einer Kamera und einem Zoom-Objektiv sehen, aber für das bloße Auge ist sie fast unsichtbar. Mit einer Breite von 5 bis 10 Metern ist die Mauer viel zu dünn, um vom Weltraum aus gesehen zu werden. Andere von Menschenhand geschaffene Objekte wie Dämme, Brücken und Pyramiden kann man dagegen vom Weltraum aus gut sehen. Und nachts kann man eine Lichtshow von den großen Städten der Welt sehen. Und das ist noch nicht alles. Wir sind bereit, noch mehr verrückte Weltraummythen zu entlarven, wie zum Beispiel, dass die Sonne gelb ist. Und dass Menschen ohne Schutzanzug im Weltraum explodieren. Aber das ist eine Geschichte für eine andere Folge von Was wäre, wenn?